Attacke, Angriff auf Valencia. Philipp, nimm das und das und das und noch was ganz, ganz anderes, nämlich Schimpf, Schande, Spott von uns darüber, dass du uns den Krieg erklärst hast und dass du jetzt jede Runde immer wieder aufs Neue angewinselt kommst und sagst, komm, Vivi oder Poundmaker oder greiser bisweilen auch weiser Berater von Poundmaker, WB, bitte, bitte, bitte. Frieden, bitte verschone und von wegen. Die Spanier verschonen wir gerne, zumindest dann, wenn sie ihren spanischen Pass aufgegeben und in einen Creep-Pass umgewandelt haben. Aber Poundmaker selber, wenn wir den in seinen Palast bekommen, der wird als Kriegsverbrecher behandelt. Also wirklich, der Mann hat internationales Völkerrecht gebrochen und das in einer historischen Phase, in der Begriff des internationalen Völkerrechts noch nicht mal bekannt war. Das ist wirklich ein Rekord. Nee, komm, das geht gar nicht. Er wird, ich weiß nicht, was für schlimme Dinge mit ihm passieren, aber er wird sicher nicht zu Tode gekitzelt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Komm, wir machen weiter. Ich will ja gar keine Drohungen ausstoßen. Hier können wir ein bisschen uns killen, beziehungsweise die Einheit der Kandi, des Kandi-Stadtstaates killen. Killen. Killen werden wir jemand ganz anders, nämlich den Kollegen hier. Nicht ganz unseres. Wir vergeben unsere Beförderungspunkte. Aber wir machen es trotzdem. Und wir sind natürlich ein bisschen empfindlicher, wenn man uns angreifen möchte. Aber die anderen kommen da nicht hin. Den will ich nicht laufen lassen. Kann sein, dass wir gleich Brody mit dem großen Streitwagen bekommen. Aber wenn, dann wollen wir ihn auch wiederum unter Druck setzen. Und das machen wir auch. Der zieht hier hin. Und der hat 3 Bewegungspunkte. Dann können wir den hier schon mal nicht hier hinschieben. Weil dann könnte hier hin. Also die können nicht die Plätze tauschen. Wir kümmern uns auf jeden Fall um das Katapult. Wir fahren einmal, zweimal, dreimal. Oh lala. Oh lala. Oh lala. Valencia steht in Flammen. Das Katapult anzugreifen wäre riskant. Der Krieger ist zwar nur Nahkampf und Katapult, nur Belagerung, aber die kommen doch aus verschiedenen Epochen. Krieger uralt, Katapult verhältnismäßig jung. Das kann übel enden. Was wir machen können, kommen wir in die Stadt jetzt rein. Ja, und wir würden den Streitwagen dann vernichten, bevor er aus der Stadt rausfährt. Ich finde, das sollten wir auch machen. Das Katapult würde dann sofort auf uns feuern. Wir können auch nochmal auf die Stadt feuern. Aber ich würde eher auf das Katapult feuern. Ich will jetzt in die Stadt rein, bevor der Streitwagen eventuell... Noch einmal von hier. Achtung! Auf den Augenblick freuen wir uns schon sehr lange. Süße Bälle ward uns genommen. Wir haben uns Süße Bälle zurückgeholt. Das ist die erste Stadt, die die Spanier gegründet haben und die wir uns jetzt holen. Philipp, das hast du von deiner Arroganz, von deiner Selbstgefälligkeit. Nimm das. Ja, Valencia gehört uns und möchte rebellieren. Mal gucken, ob wir das zulassen werden. Wollen wir die Stadt behalten? Ich klicke mal auf Aberholler. Oh lala, -99 ist heftig. Das heißt, wir brauchen einen Gouverneur. Und jetzt sind wir vielleicht froh, dass wir noch einen Titel in petto haben. Wohl das Hin- und Her-Verschieben von Gouverneuren, das kann man auch machen, nachdem die schon ernannt worden sind oder irgendwo anders sind, denn... der Loyalitätsbonus, den geben die sofort auch nach dem Hin- und Herschicken. Monument reparieren ist gut für Loyalität.
Was gibt's denn in Valencia sonst so? Nichts. Ein Campus und eine Bibliothek. Wer sagt's denn? Wie gut, dass wir die nicht geplündert haben. Plus vier. Plus vier Wissenschaft demnächst, wenn die Menschen nicht mehr so illoyal sind. Das ist doch was. Nächster Schritt ist Sevilla. Hier kommen wir nicht durch. Wir könnten wassern, aber Madrid immer noch nicht der Bau einer Stadtmauer zugange. Das hier unten ist übrigens ein Steinbruch. Das da oben ist ein Weltwunder. Das ist Stonehenge. Sevilla ist der nächste Schritt. Und das Katapult, das stört uns schon sehr hier. Aber da würde ich jetzt ungern gegen vorgehen. Steht auf Hügel mit Wald. Mächtiger Verteidigungsbonus muss nicht sein. Wir sind hier verschanzt, das heißt, die sollen uns hier erstmal angreifen. Na, jetzt braucht er doch noch ein paar Truppen hier oben. Ich bin ganz froh bei jedem, der jetzt kommt. Jetzt können wir wirklich jeden hier brauchen. Ihr Lieben, ganz schnell hier die Barbaren massakrieren, aber dann go, go, go Richtung Norden, wenn ich bitten dürfte. Der hat noch keine Beförderung, kann sich jetzt eine holen. Ich jetzt auch eine. Ja, wir sind immer auf die Brandsätze gegangen, über die Garnison. Ich habe selbst ein kleines Moment, ich muss ja mal kurz mein Näschen putzen. Langsam gerate ich ein bisschen ans Spannend. Nachdenken, weil die haben mittlerweile doch ein paar Einheiten auf Seiten der Spanier, wo man sich denkt, hier, wenn wir uns gegen die besser zur Wehr setzen könnten, das wäre ganz cool und Salve würde helfen. Andererseits, wir brauchen im Augenblick die für die Einnahme der Städte, die Bogenschützen. Aber wir haben ja schon einige. Ich würde sagen, das reicht eigentlich. Mehr setzen wir eh nicht ein. Ich würde jetzt lieber mit Salve in die Breite fördern, formulierte Lady Beef. Zwar etwas ungewohnt, aber ich finde ganz gut. Ab wann haben wir Eisen mit dem Chat gefragt? Vier pro Runde sammeln wir. Zwei durch Stadtstaaten. Hat Kandi die Mine? Ja, Kandi hat mittlerweile die Eisenmine. Das heißt, wir können in einer Runde entweder einen Krieger befördern. Jetzt, ich finde mal einen, der sich noch nicht bewegt hat. Der hier. Kostet uns allerdings 110 Gold. Ja, auf jeden Fall, dann kommen wir gut rein. Die Karte, mit der wir die besser, billiger befördern kommen, die kommt noch lange nicht. Die gibt es erst ab den Söldnern. Da muss man noch ein Weilchen dran stricken. Mal schauen, was wir mit dem wackeren Handwerker alles aufdecken. Noch gar nichts. Ein Widmungsbonus. Ausgeheilt. In 7 Runden kann die Einheit wassern gehen und dann Dinge aufdecken. Das sollten wir auch nutzen. Und so lange könnten wir die dort oben einfach ein bisschen stehen lassen. Eine Runde weiter.
Ich wette, jetzt kommt er gleich wieder angewinselt, der Kollege. Einmal reparieren. Jetzt müssen wir hier nur noch minus 1 Wohnraum-Problemchen haben statt minus 2. Also, das ist jetzt sehr krumm formuliert. Wir haben einen Wohnraum zu wenig jetzt. Das führt dazu, dass das Bevölkerungswachstum etwa um die Hälfte ausgebremst wird. Das Katapult setzt sich zur Wehr. Was sollen die sonst machen? Das war zu befürchten. Es kann sein, dass der auch stirbt. Er überlebt. Der Krieger überlebt. Aber wie knapp? Nein. Nein, wie knapp überlebt er denn? Den sollten wir erwischen. Der kann nicht abhauen. Der stirbt jetzt auch beim Angriff auf Quell des Wissens. Das überlebt er nicht. Naja. Und jetzt kann man natürlich Pech haben, wenn jetzt noch eine andere Landeinheit hinterherkommt, die in Städte rein kann, dann wird es ein bisschen eng werden. Jetzt gehen wir erstmal nicht auf Feuer frei, sondern auf Fernkampfstärke gegen Landeinheiten. Unwetter klingt ab. Wohnraumproblemchen. Hier. Annehmlichkeitenproblemchen in Valencia. Achso, wir hatten noch gar nicht, wir hatten ganz vergessen, einen Gouverneur hinzuschicken. Das sollten wir jetzt doch machen. Und jetzt können wir, lass mal überlegen, wen. Also Pingala nicht. Jetzt nennen wir jemand und schicken ihn oder sie dorthin. Dann haben wir sofort plus 8 Loyalität. Jetzt die Frage, wen schicken wir hin? Armani oder Moksha? Das ist die Frage. Ich würde sagen, im Moment Armani. Weil beim Moksha. Entschuldigung. Quatsch. Armani oder Magnus. Entschuldigt bitte. Zwei Drittel aus dem Chat haben sich auch für Armani ausgesprochen. Ja, bei Armani, ja, da weiß man halt, die ist immer irgendwie hilfreich. Ne? Weil wir wissen halt nicht, wenn wir jetzt nachher riesige Kontinente entdecken, wo kein Mensch lebt, dann würde er sagen, Mist. Hätten wir uns jetzt Magnus geholt, da könnten wir Siedler über Siedler raushauen, ne? Das halte ich für gänzlich unwahrscheinlich. Auf der Karte. Ich finde es auch unwahrscheinlich, ne? Wie sieht es in Kandy aus? Also um Kandy abzusichern, wäre das nicht schlecht. Poundmaker generiert auch nicht. Ja komm, wisst ihr was? Wir machen das mal mit Armani, gehen auf Nummer sicher. Schicken sie nicht nach Kandy, sondern nach Valencia. Wir brauchen sie leider in Valencia. Also sie kann auch während der Reise zu Valencia hin wieder woanders hingeschickt werden und die Rebellion ist schon im Keime beinahe erstickt. In den drei Runden des Monuments steht, bekommen wir eine Loyalität drauf. Alles gut. Alles gut. Und den müssen wir hier fertig machen. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, der Krieger. 4 Punkte. Unser Krieger, noch 4 Pünktchen. Unfassbar. Den können wir gleich heilen. Den ziehen wir auch zurück. Problem ist, der kann nicht über den Fluss laufen. Wir müssen jemand anders vor ihn. Oh, und die haben mittlerweile 2 von den Speeren Streitwagen. Das ist unschön. Ja, jetzt werden die doch stärker, als wir dachten, oder? Schaut mal, wir sind auf Platz 3 der Militärstärke und die haben nur 60% unserer Militärstärke. Aber die sind vermutlich alle hier und ein Teil davon sind noch Schiffe. Aber trotzdem ist es gar nicht so einfach, hier reinzukommen. Wir machen erstmal Folgendes. Wir müssen so viel wie möglich von unseren Bogenschützen schnellstens auf das Katapult und dann auf die schweren Streitwagen hetzen. Das ist wichtig. Und die Herrschaften hier haben gefälligst sich hochzubegeben. Du könntest auch die Streitwagen nach Kandy locken. Vor die Tore von Kandy. Ja, ich muss den ja sowieso zurückziehen, aber der wird fallen. Also ich könnte. Ach so, so meinst du das? Wir ziehen erstmal die vom Süden hoch.
nicht weiter. Ihn ziehen wir in die Stadt rein, um zu heilen. Und ihm hier haben wir drei Aktionen. Mekabab-technisch könnten wir einen weiteren Wohnraum hier erschaffen mit einem weiteren Mekabab. Das bringt bekanntlich, ich muss selber mal nachgucken, meinem superhandlichen Spickzettel, einen Wohnraum, eine Produktion. Entschuldigt. Ließe sich hier bauen, allerdings könnte man da auch eine Mine hinsetzen. Das wäre eigentlich in der Superproduktion schwachen Stadt, die wir hier haben, das naheliegendere. Mekabab bringt zwar auch eine Produktion, aber auf Dauer sieht das hier alles sehr, sehr übelst aus. Ne? Wir können auch hier den Sumpf entfernen, dann haben wir sofort einen Bürger mehr, unabhängig davon, ob wir Wohnraumprobleme haben. Wir können auch den Handwerker hier rüber schicken, weil hier ist ja nichts angeschlossen und hier oben hin. Das wäre vielleicht sogar noch besser, weil die Stadt sofort davon profitieren würde, wenn die Steinbrüche stehen, die Weiden existieren würden und so weiter. Sisabella hat hier ein Nahrungsgebiet, das gar nicht genutzt wird. Hier wird der zweifelsohne mehr helfen. Eindeutig. Ich glaube, das machen wir. Weil das war alles cool und schön, aber den braucht man dringender hier vorne. Wenn wir einen kaufen würden, nur mal hypothetisch, weil ich glaube, ich bin zu geizig, 280, 235 für einen Händler, ich bin zu geizig, den zu kaufen, bevor man die Handwerkerkarte hat. Mein Blick auf die Händler. Verfügbare Wege. 3 Nahrung, 2 Produktion. 4 Gold, 4 Gold. Das Gold ist nicht so entscheidend, wir haben plus 36. Aber hier, das sind coole Handelsrouten hier. Valencia nach Bullseye zum Beispiel. 3 Nahrung, 2 Produktion, das ist die Stadt hier oben. 3-2 Kell des Wissens nach Bullseye. Hier rübergezogen und zurück. 3-2-1. 3-2. Das macht schon Sinn. Das kann man machen. Ich glaube, wir kaufen einen, oder? Wir brauchen früher oder später sowieso einen. Es ist keiner im Bau. Wir haben das Geld doch. Ich glaube, das machen wir. Wir kaufen den Quell des Wissens. Einen. 3 Produktion. 3 Nahrung, 2 Produktionen. Der Nahrungsüberschuss ist bei gering. Produktion kann man nie genug haben. Die Stadt ist Produktion. Ne? Das machen wir, Leute. Das wird jetzt gemacht. Kommt, wir kaufen hier einen Händler. Und mit Emir. Ziehen wir oben rum dorthin. So machen wir das. Wir können mittlerweile unseren ersten Schwertkämpfer herstellen. Wenn wir das machen würden, dann natürlich mit einer eigenen und nicht mit einer Kandi-Einheit. Und so viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Ihn könnten wir das machen, der müsste im eigenen Territorium stehen. 110 Gold ist eine Menge Geld, macht aber sofort Sinn. Da kommen wir auch viel besser gegen die Spanier klar. Ist das der einzige Krieger, den wir besitzen? Nein, doch, ja, nein. Ist das der einzige, der unser eigener Krieger ist? Sind alle anderen entliehenen Krieger? Da ist noch einer, der uns gehört und ist verletzt. Der halt erstmal aus. Das gibt's ja gar nicht. Also ihn ausbilden zu einem Schwertkämpfer, dafür muss er ins Territorium von Kandi wechseln und dann kann der das. Hilko, ich habe mich noch gar nicht bedankt bei dir. Danke für dein Abo. 3. Monat. Juhu, zurück. Vielen lieben Dank. Also mit ihm weichen wir erstmal zurück
Und ihn will ich eigentlich nicht verlieren. Ihn wollte ich zum Schwertkämpfer machen. Dafür müssten wir ihn hier hinschicken. Dann schicken wir ihn hier hin. Achtung. Einen. Und mit ihm können wir das auch machen. Das ist ein eigener, aber der ist im Augenblick nicht ganz fit. Er muss erstmal gesunden. Er ist geborgt. Ihn würde ich ja gerne auch erstmal stehen lassen. Der wird sofort massakriert sonst. Mit ihm können wir feuern oder heilen. Die ziehen vor. Einmal. Ich weiß, wir haben keine Beförderung. Hätten wir uns holen können, haben uns nicht geholt. Ich will den erstmal schwächen, weil der ist echt fies hier. Jetzt können wir ihn befördern, dann heilt er und wird stärker. Wir könnten in den Angriff gehen, machen wir aber nicht. Wir lassen die mal ein bisschen kommen und dann haben wir auch gleich, wir können die Plätze tauschen, dann kann der Schwertkämpfer vorgehen und angreifen. Wir gehen, holen uns plus 3 Verschanzung, indem wir jetzt auf Verschanzen klicken. Wir haben erstmals eine strategische Ressource, nämlich Eisen, genutzt für einen Schwertkämpfer. Ja, der kann nicht nach vorne ziehen, mangels Platz. Und was gibt's hier zu entdecken? Kuromanoa, vielen lieben Dank für dein Abo per Prime. Lieben Dank und auch an Saint oder Saint. Lieben Dank für dich, für dein Prime-Abo. Eine Runde weiter. Beide Schwertkämpfer, beide großen Streitwagen jetzt an der vordersten Front. Das Katapult setzt sich offensiv zur Wehr, feuert auf unseren Bogenschützen, wird von uns aber gleich weiter befeuert. Jetzt greift der vorgezogene Stadtstaatenkrieger, wird jetzt angegriffen, wahrscheinlich von beiden Streitwagen, dann kommt der zweite. Wenn er das überlebt, dann nur ganz knapp. Er überlebt es, das ist cool und sehr, war echt fragwürdig, ob das klappt. Und jetzt können wir unseren Schwertkämpfer vorziehen. Jetzt bietet uns Philipp an, auf Valencia zu verzichten, dass uns die Stadt gehört. Wir könnten allerdings 10 Runden lang, 10:30 Uhr, 10 Runden lang ihn nicht mal angreifen. Wir müssten ihm dann den Krieg erklären. Und ich denke, wir sind so überlegen, wir ziehen das jetzt durch. Es wäre cool, Valencia zu haben. Und 25 Gold alle 30 Runden wäre auch cool, denn wir bekommen gerade, ich glaube, 35 oder 40 nur pro Runde. Aber in dieser Phase, alle Truppen vorne, gerade Schwertkämpfer, die kann die Truppen in der Hinterhand, das wäre, es ist ja kein Wunder, dass er uns so viel Geld anbietet. Das würde er uns ja nicht anbieten, wenn er sich davon nicht was versprechen würde. Und das wäre kein Geschäft, von dem wir profitieren, davon würde er profitieren. Und wie heißt es? Auge um Auge, Zahn um Zahn, weg mit dir. Weg, wird nicht gemacht, kommt gar nicht in die Tüte. Geht nicht. So, wir fahren ja noch ein bisschen munter weiter. So, wir können auf Sevilla vorrücken und jetzt kommt erstmals unser Schwertkämpfer in Aktion. Die beiden tauschen einfach ihre Plätze hier. Er ist jetzt vorne und das tut richtig weh, aber nicht uns. Fast tot. Und jetzt haben wir noch hier einen Bogenschützen
Er könnte auch das Katapult weiter schwächen oder wir sagen, der kann sich auch die Beförderung zwischendurch holen, der wird ja ständig geschwächt. Oder wir können sagen, wir schwächen ihn schon mal auf Vorrat, um hier dann weiter angreifen zu können. Und da bin ich im Augenblick für. Denn mit den Bogenschützen hier machen wir diesen hier. Wir verzichten wieder auf die Beförderungspunkte. Dann diesen hier. Und weg. Jetzt können wir mit ihm entweder die Beförderung holen oder ihn noch schwächen. Ist das notwendig, ihn zu schwächen? Nein. Jetzt wählen wir ihn aus. Und zwar mit Salve. Mit Ausgehalt plus Beförderung. Und ihn heilen wir auch aus. Schlachtruf! Kampfstärke gegen Nahen-Fernkampfeinheiten. Mach die Feinde fertig! War da was? Schlachtruf! Mach die Spanier fertig! Dumme kleine Scherze. Es gibt doch nichts Schöneres im Leben als dumme kleine Scherze. Wenn der Feind so richtig sich auf die Schnauze legt, dann ein bisschen nachtreten, runtergucken, draufspucken, alle vornehmen Töne erst gar nicht versuchen anzuschlagen, stattdessen die gemeinsten Abgründe in sich selber zu entdecken, um den Feind ein bisschen zu dissen. Menschlich. Zutiefst menschlich, zutiefst peinlich, aber auch zutiefst menschlich.